Willkommen zurück auf unserer Baustelle zum zweiten Bauabschnitt unserem Rastplatzes. So, wir gehen jetzt erstmal fix hier im Baustoffhandel unsere Sachen einkaufen, die wir noch brauchen für unsere Baustelle, damit wir die nächste Aufgabe füllen können. So. So, haben wir. Dann gehen wir mal hier zur Kasse. Wir lassen das Ganze auf die Baustelle liefern. So, genau. Perfekt. So, da haben wir das Ganze geliefert. Dann holen wir uns einen Kran. Ja. So. Dürfte eigentlich ja alles da sein. Und dann basteln wir das mal mit unserem. Ich versuch's mal mit dem Kleen heute. So, genau. Soll ja vollkommen ausreichen. So, wir brauchen Betonschalung einmal. Da sind wir hier gleich richtig. So. Das Ganze da mal aufnehmen. So. Haben wir uns wieder mal ein bisschen gepeilt. Ja. So. Ja. So. Zack. Sieht dann brutal aus, was wir hier machen. Einmal umdrehen und dann das Ganze ablassen. Zack. So, dann brauchen wir noch Holz und ein Bewährungsgitter. Einmal. Okay. Ja. Holz haben wir hier. So. Einmal Holz. So. Anvisieren. Einmal abwärts. So, Bewährungsgitter. Jetzt müsste das da hinten sein, ne? Das dürfte tatsächlich das hier sein. Dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen auspacken. So.
So, zack, zack. Einmal öffnen das Ganze. Perfekt. Fundament gießen. Schon mal vorbereiten. So. Dann hätten wir das schon mal hier vorbereitet. Dann müssen wir eigentlich noch die Klappe öffnen. Ne? So, und dann brauchen wir noch unseren Betonmischer. So. So, mal gucken. Könnte klappen. Klappen, dass es voll wird. Außerdem. Ja. So. Okay. Ja, sieht gut aus. So, dann müssen wir hier natürlich ein bisschen tiefer noch gehen. So. Und dann können wir auch damit beginnen. Plätschern, so 50%, 40% haben wir ja schon. Ist der, ah. So, in die Richtung her. Okay. Ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich noch mal anders hinstellen. Aber nicht bis hier in alle Ecken und Kanten. Hier hinten kommen wir nicht hin, ne? Das erlebbar ist, wenn ich hier komplett rausfahre. Ja.
Ja, super. Kannst du komplett ausfahren? Ja. Nee, so nicht. So nicht, so nicht. Wir wollen das ja so nicht. Das ist ein Krampf jedes Mal. Also mit dem Ding stehe ich sowieso auf dem Kriegsfuß, also schon immer. Ja, mal ausmachen, ja. Wenn sie nicht verblendern, so. So. Irgendwie in die Richtung hier. Okay, dann wird es hier auch unten. Hier. Region hier nutzen können. Na, ich glaube, wir müssen uns nochmal anders hinstellen. Das wird nichts. So. Ja, warte. Ja, okay. So, ab dafür. Das war's schon, siehst du? Mein Gott, so viel Mühe für. Für nichts. So viel Mühe für nichts. Ja. Ach, herrlich. So. Baumaterial auspacken. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier das Geplätscher aus. Ja, können wir das Baumaterial gleich mal tun? Ich komme gleich noch weiter. Gießen sozusagen. So. Na, siehste. Geht gleich weiter. Wände gießen. So. Dann gleich losgehen. So. So, okay. Ich sag ja, ich mit dem Ding immer echt einen Krampf, ey. Das ist ein Krampf, ey. Ja. Ja, ist doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Baumaschine leer. Ein schöner Verbrauch.
So. Weiter im Text. Sehr gut aus. Könnte man vielleicht lassen. Ja. Wo es hinblätschert. Irgendwo hängt es. Irgendwo hängt es. Anzeige hier. Ist das nicht dahinter? Ja. Hier. Also wie gesagt, mit dem Ding stehe ich immer auf Kriegsfuß hier. Das ist Ding, also warum ist er hier? So. Ja. Nochmal anmachen. Jetzt hält er auch. So, man kann es wieder pausieren. So, jetzt muss man es wieder irgendwie zurückholen. Ja. Dann müssen wir noch hier hin. Wir müssen ja auch hier hin. Kraus, ey. Ah, warte mal. Wie schnell habe ich das so machen? Pack. So. Das Ganze wieder aufbauen.
So, probieren wir mal unseren Spaß nochmal hier. Eieieiei. Füllen nochmal. Dann wir nochmal befüllen. Ja, jetzt mal Schmack jetzt wieder hier ran. Ich auch anschmeißen die ganze Geschichte. Wie soll die über der Straße? So, schauen wir mal. Fertig! Wow! So, dann ist wieder eins liefern. Okay, das haben wir glaube ich alles noch da. Aber wir stehen hier maximal im Weg, also ich muss sowieso erstmal wieder alles zurücksetzen. Anfangen. So. Und das Ganze dann noch. Nee, nicht aufsteigen. So. Einpacken. So. Dann stellen wir dich einfach mal vielleicht hier in die Ecke. Vielleicht stürzt du ja erstmal hier keinen. So. Zack. So. Ihn auch gleich noch mit dahinter. Schieben. So. Parken wir das Ganze erstmal hier. So, Bewerbungsgitter brauchen wir und Deckenelemente. Okay. Sollte eigentlich alles da sein auf dem Platz. Einmal gleich so eine Bewerbung. Bewährungsgedöns, ja. Kommen wir echt nicht bis dahinter hin? Muss ich den großen Kran nehmen? Ich muss den großen Kran nehmen. Wow. Na gut, mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, beenden wir erstmal das Video hier. Sehen uns in einem kommenden Video. Und dann somit wieder auf der Baustelle. Ja, ich werde dann den anderen, den größeren Kran, dann hier auf die Baustelle bringen. Und bis dahin würde ich sagen, bye bye und euer Flukasi.